Schatzhinweis. Stargate, was? Schatzhinweis erhalten. Suche den Schatz. Okay. Schatzinformation erhalten. Position Lai Hevina. Verbleibende Zeit 11:50. Du hast einen Funhinweis erhalten. Damit kannst du einen Schatz finden. Lai Hevina. Ach du Heiliger. Lai Hevina. Lai Hevina, Lai Hevina. Ja, schön, dass jetzt lädt. Ich will wieder nachgucken. Lai Hevina. Ach man, bitte jetzt. Dafür brauchst du so ewig lange. Finde den Schatz. Ah, okay. Ah, wir sind automatisch. Ah, wir sind automatisch hier. Oh, was da ist. Ich finde es gut, dass ich nicht jetzt separat hier hinlatschen muss. Ich glaube, ich entferne mich zu weit. Ich sollte zurück. Okay, ist ja gut. Ist ja gut, Mädel. Ist ja gut. Oh, hier gibt es wieder überall Steinchen. Ja, bleib locker, Mann. Immer schön geschmeidig bleiben. Ich sammle auch nur Sachen ein. Wieder einmal. Ich würde mal sagen, wir haben schon was gefunden. Hallo? Schatz zu öffnen. Easy. Ein Fotoobjekt. Große Kiste erhalten. Aha. Schatzhinweise. Mache ein Foto von einer Schatzkiste und ihrer Umgebung, um anderen Spielern bei der Suche nach dem Schatz zu helfen. Wenn andere Spieler dank deiner Hilfe einen Schatz finden, bekommst du das die Marken. Aha. Mach ein Schatzhinweisfoto. Fotomodus. Ah, okay. Was? Filtereffekte Retro? Wo sind da die Unterschiede? Oh, wir können Kostüme wechseln. Ah, sieh mal, da guck. Warum ich die wohl schon freigeschaltet habe, ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich den Vorgänger gespielt habe. Alter, wie viele Kostüme es gibt. Meine Güte. Ah, okay, cool. Kann man wegstecken. Ist jetzt nicht sonderlich schwer, aber wir machen mal ein Foto. Okay, geh näher an den Schatz, um ein Hinweisfoto zu machen. Ist ja gut. Hab schon verstanden. Nech. Ah, wir können sogar so. Ah. Bild aufnehmen ist damit. Kostüm wechseln. Damasi, der Pate. Dein Foto könnte jemandem in die Hände gelangen, nachdem es von dem Gravitationssturm mitgerissen wurde. Okay. Machen wir einfach mal, ne? Wird übertragen. Wir haben drei Dusty-Marken. Schatzjagd abgeschlossen. Yay! Online-Ereignis. Okay, haben wir was Neues gehabt? Cool. Aber wenn ich sowas für, so Schatzsuchen, Schatzjagd-Dinger kriege, Treasure Hunter, Treasure-Tracker-Mission, werde ich machen, einfach hochladen. Vielleicht kriegen wir mal das, die Marken dafür. Wäre schon ganz nice. Damit können wir uns wahrscheinlich tolle Sachen kaufen. Also, was kaufen, eintauschen. Zum Beispiel eine Statue. Marktplatz, Yirgaparalao. Ich bin voll paradingst. Okay, ich muss es wieder neu machen. So. Einmal reaktivieren. Und dann würde ich einfach mal behaupten, gucken wir uns ein bisschen hier um. So.
Ah, so viel Zeug. Ich glaube, wir würden, glaube ich, mehr sehen, wenn wir einfach hin und her gravigieren würden. Hey, du da! Die Besten weit und breit. Die saftigsten Ausspieße in ganz ihrer Faralao. Du da, kleine Lady, möchtest du vielleicht einen probieren? Vielleicht später, wenn ich mich umgesehen habe. Oh, jetzt was knuspern. Mm. Es gibt auch Steinchen hier. Ah. Sie fliegt über den Dächer der Stadt. Was? Umgarnt wie ein Phantom um Mitternacht. Habe ich das nicht auch schon zigmal beim ersten Teil gebracht? Es tut mir leid. So, dann wollen wir mal. Ah, so lernt man eine Stadt am besten kennen, wenn man Steine sammelt. So gefällt mir das. Na, 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 na. Ich muss auf jeden Fall unser Shiften beschleunigen. Das ist mir schon irgendwie essentiell wichtig. Vergnügungsreise. Dafür müssen wir aber ins Vergnügungsviertel von Hexville. Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben, weißt du? Wir haben jede Menge Arbeit, die wir da tun, als wäre es eine Lustfahrt, das nervt. Kann man es ihnen verdenken? Die Stadt sieht toll aus. Aber ehrlich. Brüde. Ja, ich springe auf die Kiste und sie geht kaputt. Wie schwer ist denn das Mädel? Alter. Hätte ich ihr nicht zugetraut. Wo ein bisschen zu viel genascht, wa? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja gemein. Kennt hat eine Spitzenfigur. Da können sich ein paar Real-Life-Mädels schon was von abgucken. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Na, guck mal da unten. Ich falle. Yeah. Wieso sollte ich jetzt die Karte öffnen wollen? Willst du mich natzen? Spiel, bitte. Ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß, was meine wahre Bestimmung ist. Sammeln! Oh. Sammeln ist meine einzig wahre Bestimmung und Leidenschaft. Neben dem Singen. Ja, ich... Katzen singen auch ganz gerne, habe ich gehört. Habe ich mir mal flüstern lassen durch einen besagten Trailer, den man bei mir auf dem Channel gucken kann. Ach Mann, jetzt geht das wieder los. Ja. Wollen wir mal kurz rasten. Ach, guck mal da unten. Bevor ich da unten jetzt hinspringe und wahrscheinlich sterbe, möchte ich kurz was gucken. Power Up! Nicht den Kick. Gleiten, du bekommst. Oder Sprung ins. Ah, okay. Erhöht die Dauer von Spezialangriffen und vergrößert ihre Wirkung. Du kannst mehr Ausweichangriffe ausführen oder öfter hintereinander ausweichen. Ich kann nicht da den Verbrauch senken? Stasi-Feld. Spezialangriffe, Gravitationsgleiten, ausweichen. Machen wir einfach mal. Gleitangriff. Drücke beim Gleiten, um einen Angriff auszuführen. Du kannst beim Gleiten ausweichen. Machen wir einfach mal. Das wäre dann energiearmes Gleiten. Ah, geringer Verbrauch. Ja, genau das will ich haben. Okay. Ich glaube, das sollte ich wirklich als erstes skillen. Damit ich wieder zeigen kann, was für ein unglaublicher Skiller ich bin. Oh yeah, Mann. Wie im ersten Teil. Okay. Eieiei. Also die Stadt sieht von unten schon mal recht schnucklig aus. Möchte ich nur mal merken. Sieht so aus, als wenn... Puh, hier stinkt's aber ein bisschen. Das ist bestimmt die Belüftung vom Klo. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber egal. Es gibt so viel zu sehen. So viel zu sammeln. Das ist teilweise gar nicht so gut. Eigentlich schon.
So. Auf jeden Fall muss ich meinen Verbrauch senken. Das ist sehr wichtig, wie man sieht. Da wir hier unten wenig Plattform haben, könnte es auch mal passieren, dass ich einfach abschmiere. Ist mir zum Glück früher nie passiert. Ich will die Karte nicht öffnen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe spielen, Spiel. Okay. Warum sind die... Warum sind die überhaupt über die ganzen kostbaren Juwelen? Das war hier. Wieso sind die so gut für uns? Das war nämlich schon seit dem ersten Teil. Warum uns so ein paar blöde Steine so unglaublich gut tun? Das würde ich ganz gerne wissen. Hier können wir uns ausruhen. Das ist super. Na, guck mal, hier können wir richtig spyen. Können wir hier richtig. Oh. Wir werden hoffentlich erfahren, warum die Steinchen so gut für uns sind, weil wir auch Cats mysteriöse Herkunft erfahren werden. Laut Trailer. Ich bin sehr gespannt, das würde mich sehr interessieren und ja, ich bin gespannt, wann wir singen werden. Singen und swingen. Aber nicht in dem Maße swingen, was sich vielleicht der ein oder andere Zuschauer wünschen würde. Zwinker, zwinker. Jetzt brauche ich eine Facecam, damit ich einmal in die Kamera zwinkern kann, aber das muss nicht sein. Es reicht, das ist doch schon schön, wenn wir unser Kätzchen bestaunen dürfen, anstatt mich. So. Haben wir da jetzt hier alles? Nein, haben wir nicht. Da sind fette Steine. Richtig fette Klunker sind hier. Jo, die geben einfach mal 50. Alter. Nehme ich dankend an. Oh, wie dankend. Wir sehen die relativ spät, oder? Sind jetzt wie kurz vorher aufgeploppt? 100 Meter? Also da hatten wir im ersten Teil ein bisschen... Vielleicht ist Cat weitsichtig und hat Probleme mit weit entfernten Dingen. Wieso sollte ich jetzt die Karte öffnen? Frage ich dich. Das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Ist ja gut, Mann. Bleib mal locker, Spiel, ey. Deine Gravitation geht zur Neige. Ja, ich weiß. Ja, dann bleib doch mal stehen. Geh doch mal wieder in normal. Lass mich in Ruhe. Yay. Au. Wow. Okay, dann laufe ich eben. Woo. Ich möchte singen und dabei springen. Über das Himmelzelt und die schöne Welt. Wow. Hätte ich mir fast das Genick gebrochen, dann wäre es außen vorbei gewesen. Okay, Alter. Anstatt die Stadt zu erkunden, sammle ich wieder Steine. Boah, es tut mir leid. Eigentlich nicht, aber hey. Es hilft dabei, unseren Spielflow zu stärken. Yeah, willkommen! Lasst mich euch abschießen! Was? Ich habe keine Waffe. Ich bin völlig normal. Meine Mama sagt auch mal, ich bin normal. Ich bin was Besonderes. So. Power up. Yeah. Energiearmes Gleiten. Mein Gleiten ist immer energiearm. Du kannst zwei Gravitationskicks aneinander reihen. Das gefällt mir. Sag ich einfach mal. Kostet ja zum Glück nicht viel. Heimatland, ey. Okay. Haben wir das. Warte mal. Ankündigungen. Ach, du Heiliger. Ah. Wir können noch mehr Schatzjagden machen. Okay. Neues Kostüm. Dienstmädchen. Dienstmädchen-Outfit erhalten. Drücke, um in den Fotobus zu gelangen und es zu verwenden. Ah, okay. Dasselbe dann wohl auch dafür. Und dafür. Neuigkeiten verfügbar. Share Photos. Also ja, Englisch. Ich nix lesing vor. Du playing online.
Kommt mit many Online-Features. Not only, Dusty Tokens. Aha, also Marken. Friends of Mines. Events you can join. Aha. Okay, wir können also auch online spielen. Motion Sensor. Ah, nein, 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 nein. Motion kannst du dir sonst wohin gravieren. Missionen. Kreise im Wasser. Oh, süße kleine Lady. Etwas fliegt hierher. Das hatten wir schon, ne? Weil wir da so eine, das hier haben, die Mechanismen. Ah, okay, wir können hier einfach. Ah, wir können hier einfach anklicken, wo ich hin möchte. Also, wir können die anklicken, dann können wir dahin. Okay, und die Dusty-Dinger, wo wir das die Symbol haben, das haben wir schon geschafft. Ich verstehe. Ja, auch ich bin lernfähig mit meinen zarten 2.6 Alter. 26. Okay. So, dann wollen wir weitermachen. Wir finden immer noch Steinchen. Das ist toll. Das ist voll super. Soll ich mir nicht lieber die Stadt von oben angucken? Ich weiß nicht. Hier unten gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ah, sieh mal. Sieh mal einer an, was ich da nicht gesehen habe. Ja, ja. Warum Karte öffnen? Lass mich in Ruhe. Ist alles gut, ist alles gut. Lass mich. Okay. Wir gucken uns erstmal dieses schwebende Konstrukt hier komplett an. Ja, ist es Gebläse oder Wasser? Ich kann das unglaublich schwer einschätzen, was es sein soll. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach Fäkalien rausfließen. Würde mich nicht wundern. M. Alter, das war jetzt aber knapp. Danke, dass ich genau zwischen dem Scheiß hergefallen bin. Meine Fresse. Bin doch los, ich bin jung und will nicht sterben. Das Leben ist niemals fair, Mädel. Aber. Nix, aber. Irgendwann kommt für jeden die Zeit. Grausames Schicksal mich ereilt. Ich wäre fast in den Himmel gefallen. Keine Ahnung. So. Oh, ich glaube, ich mache das jetzt immer so, wenn ich jetzt hier eine Insel erforsche, werde ich sie einmal von unten komplett abgrasen und dann gucken wir uns oben drauf um für Gespräche, total wichtige, die mich zutiefst begeistern werden. Ja, meine Güte. Die Backen. Ja, Mann. Kopf verschwinden. Naja, hast schon zurecht geheult. Die Killerkatze ist unterwegs. Dafür müsste ich eigentlich das Cat-Kostüm anziehen. Wo waren jetzt hier noch die anderen Steinchen? 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 Ach, da! Hier sind sie. Ich wollte schon sagen, hä? Wo sind die jetzt hin? Wo sind sie geblieben? Heute in der neuen Ausgabe. Promis, sie niemanden interessieren. Okay. Die Musik ist wieder einmal sehr schön, möchte ich nur mal anmerken. Wie im ersten Teil. Ich erinnere mich immer sehr gut an. Einmal regenerieren. Yay. Und einmal kurz hier unten. Machen Lucky Lucky. Okay. Ich hoffe, wir haben alles. Im ersten Teil habe ich mich, glaube ich, auch komplett geskillt, ne? Da hatte ich, glaube ich, auch jeden Skill, den ich haben kann, auf Maximum. Und das werde ich wahrscheinlich auch hier wieder so machen. Einfach für meine persönliche Befriedigung. Befriedigung. Oh, guck mal, da fliegt jemand. Ist das normal, Schatz? Das möchte ich auch können. Ist ja jetzt was kaputt gegangen, weil ich hier shift oder was? Ernsthaft?
Mensch, die halt noch weniger aus als in Hexville. Meine Güte. Sehr gut, Mann. Ich gehe ja schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie viel habe ich jetzt schon wieder? 390. Läuft. Wie hoch sie damit springt, ey. Meine Güte. Okay. Wollen wir uns mal oben ein bisschen umgucken. Und mit umgucken meine ich sammeln. Oh, sammeln. Dieses Spiel weckt wieder den Sammeltiger in mir. Hui. Dich habe ich nicht übersehen, mein Freund. Dich möchte ich gerne mitnehmen. Yay. Hi du. Schützen und dienen. Hümpf, was willst du? Ach nichts, ich war nur neugierig, was sie hier tun. Was ich tue? Ich wahre den Frieden. Siehst du die Uniform denn nicht? Hm, muss wohl die hiesige Art von Polizei sein. Hey, wahre den Frieden. Mach mal was. Hey, ich hab dich angegriffen, wahre den Frieden. Was für eine Lusche, ey. Der macht gar nichts, macht der. Der gammelt nur rum und kassiert Steuergelder. Der lässt sich auch bestimmt schmieren. Was für ein Honk, ey. Du willst, dass, dass jemand den Frieden wahrt? Da hinten ist ein Bulle. Ah! Ihr mich anguckt. Und du willst ein Mann sein? Du bist eine Muschi, bist du. Eine Muschi. Okay. Dann machen wir mal. Das macht schon Spaß. Was? Teleporter-Gulli gibt's auch hier. Geheimnisvolle Teleportations-Gullis. Entdecke die geheimnisvollen Gullis überall in der ganzen Stadt und schalte sie für Teleportationen frei, um schnell von einem Ort zum anderen zu gelangen. Während einer Mission können sie nicht benutzt werden. Okay, geil. Es gibt auch hier Teleporter-Gullis. Freue mich. Hey, Hampelmann.